Guten Morgen, Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Haunted. Ich habe mich ein wenig umgesehen und gesehen, dass hier noch glühende Kohle ist. Oskar konnte diese aufheben und wir haben sie gleich in den Weihrauchschwenker gepackt, wo bereits die Minze drinne war. Nun haben wir einen dampfenden Weihrauchschwenker und können nun gleich wieder zur Kirche gehen, auf dem Friedhof erst einmal zum verschnupften Flughund. Die Ranke scheint aus einem Schacht herauszuwachsen. Also, dass dieser Riese so ein Sensibelchen ist, wer hätte das gedacht? Und dann können wir hoffentlich jetzt den Weihrauchspender dazu benutzen, dem So, ich Flughund hänge den Schwenker hier auf. von der Erkältung zu befreien. Der Flughund hat sich auf das Grab seines Herrn gesetzt. So, nun wissen wir, dass der Adam Baskerville genau in diesem Grab liegt. Das scheint das Grab von Williams größtem Feind zu sein. Und nun müsste uns William helfen können, an Adam ranzukommen. Ich habe mir den Alten nichts nutzt. Da liegt er, der alte Verbrecher. Er ist schuld an dem Häuflein Elend, das aus mir geworden ist. Wer wird denn gleich so nachtragend sein? Konfuzius sagt? Ich stelle ihn jetzt zur Rede. Jetzt sprich schon mit mir, du Verräter. Du glaubst wohl nur, weil du tot bist, ist die Sache vergessen. Oh, du möchtest nicht mit mir sprechen. Ich hab Zeit. Du sprichst mit einem Totenschädel, William. Das sehe ich selbst. Und er wird mir einige ungemütliche Fragen beantworten, der alte Feigling. Geh doch bitte woanders hin, wenn du schon laut werden musst. Was? Und wohin denn? Vor die Kirchentür, da störst du keinen. Hä? Na gut, ist mir doch egal. Geh ich halt darüber. Konfuzius sagt, wer anderen eine Grube gräbt, hat selber keine. Jetzt sprich schon mit mir. Ja, bitte? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab mich geirrt. Hier spukt es tatsächlich. So, jetzt kommen wir auch in die Kirche rein, endlich. Willkommen in der St. Michael's Church. Mach's dir gemütlich und fühl dich wie zu Hause. Vielen Dank. Ich bin ja ein großer Kirchengänger und daher. Oh, wer kommt denn da? Was ist denn hier schon wieder los? Johann, du langer, dünner Stupido, wen hast du denn da schon wieder reingelassen? Wo ist der Bursche schon wieder hingewackelt? Wie soll ich denn den Geist loswerden, wenn mir Rom einen blutigen Anfänger schickt? Und wer seid ihr, Rasselbande? Du kannst Geister sehen? Mon Dieu, ich bin der Papst. Als Ach, solcher der kann ich natürlich Papst. alle Geschöpfe Gottes sehen. Die Lebenden wie die Toten. So richtig? Obi et Orbi und der ganze Kram? Ja. Und jetzt lasst mich zufrieden, Ragazzi. Ich muss in die Sakristei und weiter die Schriften studieren, die mir offenbaren werden, wie man einen Geist sieht. Jetzt aber scusi, Ladies and Gentlemen, ich muss wieder an die Arbeit. Travailler und zwar vitement.
Grüezi wohl. Was für eine Sprache hat er gesprochen? Alle Sprachen und keine. Konfuzius sagt, das war Italienisch, Englisch, Französisch. Ach, halt die Klappe, Konfuzius. Bin schon ruhig. Wenn er so viele Sprachen sprechen kann, vielleicht spricht er dann auch die von verwirrten Geistern, die in Geräteschuppen herumlungern. Und eine Hand wäscht die andere. Wie aus dem Ei gepellt, mein guter Ethan. Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Meine Aufträge halten Sie offenbar in Topform. Haben Sie nicht zugehört? Ich bin aus einem Zug gesprungen. Warum machen Sie auch sowas? Vielleicht hatte ich ja Lust dazu. Wie auch immer. Ich habe inzwischen eine äußerst lehrreiche Theatervorstellung besucht. Etwas gesellschaftlicher Umgang war sicher gut für Sie in Ihrem Zustand. Ich war im verlassenen Theater, du Kleiderständer. Eine kleine Unterhaltung mit dem Orakel hat mir alle Informationen beschert, die ich benötige. Die Geister haben mit Ihnen gesprochen? Einer der Geister. Ich konnte ihn davon überzeugen, seine Freunde zu verraten. Es fiel ihm nicht besonders schwer, weil ich ihm dafür angeboten habe, seine Seele zu verschonen. Ein Verräter! Sehr hilfreich. Und was machen wir jetzt? Wir werden verreisen. Ich weiß nun, dass es eine Möglichkeit gibt, Emilys Seele zurück in ihren Körper zu zwingen. Sie wird wieder heil und unversehrt sein. Und dann können wir die Maschine in Gang setzen und Emily wird mein werden. Aber die Maschine braucht doch noch Unmengen von Energie. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich weiß, woher wir genügend Seelen bekommen, um die Maschine viele, viele Stunden laufen zu lassen. Und jetzt pack meine Koffer. Unsere Reise führt uns gen Osten. Darf ich mich so lange ausruhen, bis ich meinen Arm wieder bewegen kann? Papalapap, raus hier. Wie Sie wünschen, Frau Professor. Eine sehr liebreizende Person. Oh, ich habe jetzt gar nicht meine Uhr gestartet. Ich nehme jetzt mal an, das waren 6...